Zurück in Leipzig. Vor dem Hauptbahnhof fällt den Bundespolizisten Ronny Anders und Ronny Steinkopf etwas Besorgniserregendes auf. Wir haben gerade auf dem Parkplatz am Bahnhof ein Auto entdeckt, wo zwei kleine Kinder drin sitzen. Und da wollen wir mal den ganzen auf den Grund gehen. Wir wollen uns mal mit den Kindern unterhalten, wo denn die Eltern sind. Das Auto steht nur wenige Meter neben einer stark befahrenen Kreuzung. Die zwei Kinder, die da drin saßen, einer auf dem Vordersitz, einer kleinere auf dem Rücksitz. Und da habe ich gedacht, oh nee, das ist kein Elternteil da, weit und breit zu sehen, sondern die sind einfach allein. So, da gehen von mir, ich bin selber Familienvater, zwei Kinder, da gehen wir mit den Alarmglocken an. Okay, ja. 2 Minuten ist weg, dann müsste er gleich wieder da sein. Okay. Ronny redet mit den Kindern, versucht herauszubekommen, was los ist. Der Wagen ist nicht verschlossen. Für Kinder, die allein am Bahnhof gelassen werden, die noch minderjährig sind, drohen natürlich Gefahren, dass die vor Zügen fallen, dass die in Züge einsteigen, vor Autos rennen, dass die Sachen einfach gar nicht so wahrnehmen wie erwachsene Menschen. Es hätte ohne Probleme jemand anderes im Auto neben parken können, das Ganze beobachten können, wie die Eltern vielleicht weggehen. Die Kinder sind alleine, okay, ab jetzt habe ich vielleicht mal 1-2 Minuten Zeit, kann mich an den Kindern annähern und kann die mit ins Auto ziehen. Für die Beamten ist bald klar, sie warten auf die Mutter. Eine Standpauke der Polizei ist der schon jetzt sicher. Die gute Dame ist bei McDonald's gegangen und wollte für die Kinder was holen. Jetzt kommt sie wieder bestimmt. Ei. Ihre Kinder im Auto gelassen? Das ist klar, sie passen doch auf. Ach so, weil wir jetzt vorbeikommen. Sie sollen böses Essen holen, ja. Aber die Kinder müssen Bewegung kriegen, die können mit rein. Wissen Sie, wo wir herkommen? Wir kommen beim Fußball. Ich sehe schon. Okay, sie sind gesprächig, die Kinder. Naja, die sind sehr redselig. Ich muss ihnen das nächste Mal verbieten, mit fremden Leuten zu sprechen. Das stimmt, wenn sie Uniformen haben. Genau. Die Mutter findet die Sorge der Beamten wohl übertrieben. Ich habe die Kinder kurz allein gelassen, weil sie nicht mit wollten. Und ich sicher war, dass ich rechtzeitig zurück bin, bevor irgendwas passieren kann. Grundsätzlich ist es in der Großstadt so, dass an jeder Ecke kann ja überall so schnell was passieren, weil es halt überall Straftaten gibt. Das müssen die Eltern für sich entscheiden. Ich würde mein Kind zum Beispiel nicht alleine so im Auto lassen. Und der Kleine passt auf den Großen, hat er gesagt. Na, okay, ciao. Ciao. Seid ihr alle angeschnallt jetzt hier? Nur Sekunden später, der nächste Einsatzbefehl. Auf der anderen Seite gibt es einen medizinischen Notfall. Wir gehen jetzt so schnell, weil wir informiert wurden, dass in der Westhalle im Bahnhof eine Person bewusstlos auf der Treppe liegen soll. Der Sicherheitsdienst der Promenade ist schon vor Ort. Sie wollen uns aber hinzuziehen. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen schneller dorthin und gucken, Vitalität, Körper ist immer fit, ansprechbar. Eventuell müssen wir einen Rettungswagen holen oder einen Arzt sogar. Über Funk erste Informationen. Es handelt sich um einen Obdachlosen, den die Polizisten schon häufiger aufgegriffen haben. Bei solchen Menschen macht natürlich der Sozialaspekt auch eine große Rolle bei denen persönlich aus. Also die sind schon sehr stark abgestürzt im privaten Leben wahrscheinlich. Es riecht übel. Man muss damit rechnen, dass die Personen sich einuriniert haben. Das ist ein sehr übler Geruch, dass die über mehrere Wochen, Monate, vielleicht sogar über ein Jahr sich nicht gewaschen haben, da auch keinen Wert mehr drauf legen mittlerweile. Dass die Hauptnahrung und das Hauptgetränk nur der Alkohol ist. Dass nichts anderes verzehrt wird und dass die kaum zurechnungsfähig sind. Ihr kriegt nicht wach. Hallo, wir hatten ihn gerade vor uns an unserer Ostseite. Ach so. Da war er noch Mops Fidele. Jetzt will er einen Krankenwagen haben. Da bin ich in die Soteria-Klinik. Der ist einfach wieder Stocke zu. Also brauchen wir ihn rausstellen. Eigentlich schon, ja. da geht gleich wieder hoch. Wir werden mal wach. Wir richten uns mal auf. Der Mann gilt als trinkfest. Dennoch, auch Todesfälle in der Alkoholikerszene gehören zum Alltag. Komm, werd mal wach. Komm, warum wird mal wach? Wach werden. Ich hab schon eine halbe Stunde gemacht. Okay. Ja. Und mir geht's doch super, Mensch. Los, du musst mal draußen hinsetzen. Los, hilf mit hoch. Komm. Hinstellen. Und reiß dich mal ein bisschen am Riemen. Genau. Mensch. Du musst dich mal am Riemen reißen. Das ist das Problem. Du bist gerade eben noch draußen ganz klickfidel rumgelaufen. Ja? Okay. Ich soll gleich mal gehen. Und nicht gleich mal auf Hinsen, Mensch. Ja. Ich soll zusammenbrechen. Du brichst doch nicht zusammen, Mensch. Du hast doch fast jeden Tag so einen Pegel. Oder? Komm, los. Komm, geh raus. Langsam die Treppe nach vorne runter. Wisst ihr, wie das geht? Siehst du, du bist doch gut zu Fuß, Mensch. Also er wirkt eigentlich auf Dritte sehr bedürftig, was er am Ende aber nicht darstellt.
weil er sich einfach durch seinen Alkoholkonsum sich dann so in die Lage begibt, aber dann mit zunehmender Dauer sich auch wieder selber von A nach B bewegen kann. Also von daher, das ist so einer, wo ich sage, die Lebenserwartung ist noch sehr hoch. Deshalb lassen die Polizisten den Mann guten Gewissens ziehen. Man sieht sich eh bald wieder. In der Halle ergibt sich der nächste Fall. Wir wollen den Herrn mit dem Fahrrad mal ansprechen. Er ist uns schon mehrfach ins Auge gefallen, weil immer die Leute hier, die ein Ticket kaufen, um ansprechen, ob er mit dem Ticket mitfahren kann. Fährt aber ein sehr preisintensives Fahrrad. Wir wollen einfach mal ansprechen. Ronny Anders kennt sich mit Fahrrädern aus. Er schätzt den Wert dieses Mountainbikes auf 1.500 Euro. Wann hast du das Fahrrad gekauft? 3 Jahre her. 3 Jahre her. Ja. Geht's? Hält das so? Vorne auf der Gabel nicht, oder? Nee, ich mach das jetzt so. Also ich schau mir jetzt die Nummer vom Fahrrad an. Die ist dann hier eingestanzt. Er hat auch gleichzeitig noch das Fahrrad beim Land Sachsen chippen lassen. Das bedeutet hier, das Fahrrad ist hinterlegt mit der eigentlichen Person, die es auch gehört. Und das kann man halt abprüfen, ob das Fahrrad gestohlen wurde oder halt sichergestellt wird zur Eigentumssicherung. Kaufmann Ida. 6.500 Räder werden jedes Jahr in Leipzig gestohlen. In der Statistik liegt die Stadt auf dem 2. Platz. Ein Grund mehr, den Drahtesel zu überprüfen. Ich achte die Kontrolle von Fahrrädern als sehr wichtig, weil nichts ist schlimmer, als wenn einer, der zur Arbeit fährt, mit seinem Fahrrad hier zum Bahnhof kommt, will in den Zug einsteigen, kommt von der Arbeit wieder zurück, will dann sein Fahrrad suchen und dann ist das Fahrrad weg, weil es einfach gestohlen wurde. Deswegen finde ich so eine Kontrolle sehr wichtig. Wir haben auch in der letzten Vergangenheit viele Probleme mit Fahrraddiebstahlen gehabt. Per Funk klären die Beamten, gehört das registrierte Fahrrad auch tatsächlich dem Mann, der es fährt? Der gibt sich verständnisvoll. Also hier ist schon öfters passiert. Ja. Das ist mal welche kommen, Frau ist auch klar, meine. Ich meine, wenn du nichts vorzuwerfen hast, alles kein Thema. Nee. Das ist eine ganz normale Kontrolle. Ja, die erste Sache, Fahne, 2 ohne Mitte. 2. Wilhelm, 0, Wilhelm, 0. Friedrich Martha, 04, Emil Nordpol, 1. Der Datenabgleich bringt Gewissheit. Alles okay. Gut, so, dass wir frei. Schönen Tag noch, viel Erfolg. Wow. Ciao, ciao. Ciao, ja. Wir haben jetzt alle Nummern überprüft. Die waren alle negativ, das ist für uns halt positiv. Das Fahrrad ist nicht gestohlen worden und somit kann der Herr seine Wege ziehen. Auch Ronny und Ronny ziehen ihre Wege. Ihre Schicht geht noch weitere 6 Stunden und bringt jede Menge Ärger.